Achtung, heiß und fettig. Wer wie ich gerne kocht und abschmeckt, für den ist die Küche der ideale Arbeitsplatz. Als Fachpraktiker in Küche arbeitest du fast ausschließlich mit Lebensmitteln. Das setzt voraus, dass du dich exakt an hygienische Regeln hältst. Hände waschen, Kopfbedeckung, nichts ist ekliger als das sprichwörtliche Haar in der Suppe. Sobald du die Küche betrittst, bist du Bestandteil eines Teams. Ja, für heute haben wir ja verschiedene Sachen auf dem Plan stehen. Kochen für eine Kantine funktioniert nur, wenn sich alle Köche und Beiköche an bestimmte Abläufe halten. Teamarbeit eben. Das bringst du mit. Einen guten Geruchs- und Geschmackssinn, Handgeschick, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein, psychische Belastbarkeit. Man darf auf keinen Fall zwei linke Hände haben, man sollte teamfähig sein, Spaß an der Arbeit haben. Es ist auch sehr wichtig, dass man Mathekenntnisse hat, denn wir müssen ja auch Berechnungen machen, abwiegen und da ist Mathe auf jeden Fall wichtig. Fachpraktiker in Küche bzw. Beikoch, Köchin, ist ein Ausbildungsberuf für Menschen mit Behinderung. Die Ausbildung dauert 2 bis 3 Jahre. Du wechselst zwischen der Ausbildungseinrichtung und der Berufsschule. Das lernst du. Küchengeräte und Maschinen einsetzen, Warenbedarf ermitteln, Speisen und Lebensmittel vorbereiten, zubereiten und anrichten. Ja, wer in der Küche erfolgreich sein will, der muss auf jeden Fall auf Zack sein. Einerseits geht es halt um Speisen vorzubereiten, um eine Eigenverantwortung zu übernehmen. Andererseits arbeiten wir halt im Team und da muss halt alles wie ein Zahn im Zahnrad funktionieren. Ja, und ja, Kreativität ist gefragt in der Küche, auch in Großküchen und Kantinen. Als Fachpraktiker in Küche bzw. Beikoch, Köchin, kannst du in vielen Bereichen arbeiten. In der Gastronomie wird vom Imbiss bis zur Sterneküche eine große Bandbreite angeboten. In Großküchen, Kantinen von Betrieben, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Behörden und so weiter. Der Beruf ist deutschlandweit gefragt, die Verdienstmöglichkeiten sind unterschiedlich. In der gehobenen Gastronomie verdienst du mehr als in der Betriebskantine. So kommst du weiter. Mit einer Weiterbildung zum Koch oder zur Köchin, mit Zusatzqualifikationen, zum Beispiel Verarbeitung heimischer Wildarten. Der Beruf verlangt ein hohes Maß an Hygienebewusstsein, zeitliche Disziplin, eigenverantwortlichem Arbeiten und Teamfähigkeit. Kreativität und Belastbarkeit sind ebenfalls erwünscht. Wenn das kein Problem für dich ist, findest du mit der Ausbildung Fachpraktiker in Küche, Beikoch bzw. Köchin eine abwechslungsreiche Arbeit.